Christina, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe mich ganz spontan zur Fahrradtour entschieden, weil ich ein Plakat bei uns in der Klasse gesehen habe. Ja, wer ich bin, ich habe gerade die Schule abgeschlossen, also steht mir die Welt offen. Ich kann jetzt entscheiden, was ich bewegen möchte. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier dabei bin, also um einfach neue Ideen kennenzulernen, um zu sehen, was mir die Welt bietet und wo ich persönlich mitwirken kann und möchte. Tief in der Sahara, auf einem Wanderer, ritt ein deutscher Forscher durch den Nachtelein. Da sah der Mumienheiler, ein Mädchen namens Leila, magische Erregung, fährt ihm ins Geweih. Erich, sag mir, wer bist du, die mich trunken macht? Also, wir haben jetzt 10 nach 12. Wir haben schon eine wundertolle Tour gemacht, und zwar sind wir durch die Weinberge gefahren, zwar etwas hügelig, aber dafür hatten wir eine wunderbare Aussicht auf den Rhein und auf die kleinen Dörfer, die unten am Rhein liegen. Und so sind wir jetzt auch in so einem kleinen Dorf angelangt. Auf der Straße waren eben schon Kinder, die gespielt haben. Und wir sind jetzt mitten in so einem Hof von einem Biolandhof. Das ist eine richtig goldige Atmosphäre hier. Also man fühlt sich gleich zu Hause. Befreie dich von ihrem Zauber, sonst bist du des Todes, rief der Moezin. Und weg war der alte Ratte Glaube. Wir in unserem Betrieb bewirtschaften 6,5 Hektar Weinberge. Wir sind ein landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb mit 25 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Davon ist so 6 Hektar Weidefläche und 6,5 Hektar Weinbau und der Rest in landwirtschaftliche Ackerfläche. Kein Einsatz von Herbiziden und synthetischen Spritzmittel und Düngemittel. Dann ist die Tierhaltung ist flächengebunden, also pro Hektar darf man nur eine bestimmte Anzahl Großeinheiten. Das ist ein Problem, wie Gülle und so, was mancherorts entsteht, das gibt es dann gar nicht. Da ist es alles ein wertvoller Dünger im Kreislauf. Der Kreislaufwirtschaft ist ganz wichtig. Das sind jetzt gerade Mutter und Tochter, gell? Da, der Rosa und Jimmy denkt. Wenn die Kuh jetzt Mut, wissen Sie, was los ist? Verstehen Sie das? Kuhflüstern. Genau, man merkt schon, wenn die Kälbchen ruft und so, das ist dann zärtlich und so, oder wenn Oni ein Angstschrei. Das ist die jetzt. Ich will jetzt irgendein Leckerli holen. Ist jetzt ein Betrieb, der hat mit null angefangen und hat jetzt mittlerweile schon 4-5 Hektar Weinberge und Annen, wo man denkt, das sind super Betriebe, die hören auf, weil sie sagen, es rechnet sich nicht. Das einfach, wo man mit Idealismus dabei steht und dann kann man dann doch einiges erreichen und ach, manche, da kann mancher sich einen Traum verwirklichen, wo eigentlich jeder davon abraten würde. Das sind echt ganz schön viele Bilder, die man erstmal so richtig verarbeiten muss. Ich glaube, als nächstes werde ich mich vielleicht erstmal in so einen Weinberg setzen und diese ganzen Bilder zusammenfassen. Aber insgesamt, heute sind wir viel über Felder gefahren. Es gab auch doch die ersten Hügel und mit meinem Hollandfahrrad war es ein besonderer Spaß. Dennoch hatten wir wieder total viel angeregte Gespräche. Also meistens beginnt es irgendwie damit, was eigentlich jemand macht, zurzeit macht, was jemanden bewegt und wie jemand dazu gekommen ist. Und oft hat man irgendwie ähnliche Erfahrungen und dann verknüpft man die miteinander. Es kommt noch eine dritte Person dazu und dann geht es gerade so weiter und manchmal
endet es darin, was für ein Weltbild hat eigentlich jemand und was für eine Verantwortung haben wir in der Gesellschaft? Was wollen wir eigentlich verändern? Also es deckt so das ganze Spektrum ab. Aber es gibt viele gesellschaftliche Bereiche, in denen ich denke, da könnte mehr Dialog passieren. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist was mir persönlich nicht so gefällt. Also, dass man Dinge einfach ein bisschen lockerer, dynamischer sieht, das ist was, wofür ich mich persönlich jetzt sehr einsetzen würde. Tief in der Sahara, auf einem Wanderdara, ritt ein deutscher Forscher durch den Mantelein. Da sah der Mumienheiler, ein Mädchen namens Leila, magische Erregung, fährt ihm ins Geweih. Erich, sag mir, wer bist du, die mich trunken macht? Komm und heile meine Wunden, sieh sprach, ich bin Leila, die Königin der Nacht. Nicht mehr da.